Die 17. Staatsmeisterschaften der Waldarbeit. Und heuer zum zweiten Mal in der Försterschule. Am 25. und 26. April werden in Bruck die Motorsägen losgelassen. Rund 100 Teilnehmer aus ganz Österreich werden erwartet. Gewertet werden insgesamt 5 Disziplinen, die allesamt den realen Anforderungen im Wald nachempfunden sind. Die Verantwortlichen bitten die Anrainer um Verständnis. Man wird versuchen, die Lärmbelästigung so gering als möglich zu halten. Aber was bereits am Grazer Hauptplatz oder in anderen innerstädtischen Bereichen möglich war, sollte auch in Bruck kein Problem darstellen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass die Bevölkerung auch die Veranstaltung wahrnimmt. Natürlich bedeutet es eine gewisse Lärmbelästigung, aber es hält sich doch, glaube ich, in Grenzen, alle 10 Jahre 2 Intensivtage. Und Sie sind ja auch herzlich eingeladen, teilzunehmen, und dann ist der Lärm nur mehr halb so laut. Mit den Fans erwartet man rund 500 Besucherinnen und Besucher, die die Teilnehmer 2 Tage lang kräftig anfeuern werden. Den Siegern winkt ein Ticket zu den Europameisterschaften nach Schopron. Und das Brucker Team hat gute Aussichten auf einen Spitzenplatz. Also bei der Alpmadria Waldolympiade, das eigentlich so ein Vorbewerb ist für diese Staatsmeisterschaft, ausgetragen in Ossiach im März 2018. Da hatten wir also am Einzelpodest einen Dritt- und Fünftplatzierten. Diese 2 Schüler, die haben so richtig Lunte gerochen, also die möchten noch ein wenig weiter rauf. Das Team, weniger schlecht, war am dritten Platz hinter einer Kärntner Schule, die erstplatziert wurde, und den Slowenen. Die Slowenen werden nicht da sein, also wünschen wir uns schon, dass wir uns für die Europameisterschaft in Schopron qualifizieren.